Also das ist der Victor Giacomo, dranbleiben, jetzt kommt dann gerade Videogang. Nicht weggehen! Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Sendung, die komplett durch Telepathie moderiert wird. Bin ich nicht cool. Seit ein bisschen mehr als einer Woche haben wir einen Neuzugang, den Manu. Er zeigt uns heute seinen ersten Videogangbericht über Mobbing. Unter Mobbing versteht man, dass man über einen längeren Zeitraum ausgeschlossen, ignoriert oder gecancelt wird. Es kann aber auch bis zu Beschimpfungen oder Gewalttaten übergehen. Der Grund, dass ich gemobbt worden bin, war, glaube ich, dass ich Ausländer war. Also, ich bin von einem anderen Land da in die Schweiz gekommen und, ja, und die anderen haben es einfach nicht können akzeptieren, dass ich einfach anders bin als sie. Wer gemobbt wird, leidet meistens stark darunter. Man zieht sich im Alltag zurück, fühlt sich allein und kann starke Depressionen bekommen. Man ist schneller gereizt, fällt mehr in der Schule oder am Arbeitsplatz und würde sich am liebsten in Luft auflösen. Ich habe etwa ein Jahr darunter gelitten. So nach den ersten paar Wochen hat es angefangen und dann bis zu dem, wo ich dann umgestoßen worden bin. Leider passiert es immer wieder, dass die Betroffenen keinen Ausweg mehr sehen und sich etwas antun. Wenn man gemobbt wird, sollte man sich auf keinen Fall zurückziehen. Man sollte versuchen, sich zu wehren oder mit einer Vertrauensperson wie den Eltern oder dem Lehrer darüber zu reden. Ich kann jetzt nicht viel dagegen machen können, aber ich habe mich versucht zu distanzieren und ja, es halt einfach zu ignorieren. Ich habe gemeint, dann hören sie vielleicht auf, aber das war nicht immer der Fall. Man kann sich auch professionelle Hilfe holen, zum Beispiel per Telefon mit der Nummer 147. Das ist eine Anlaufstelle der Stiftung Pro Juventute. Der Anruf ist gratis und dir wird von speziell ausgebildeten Fachpersonen bei deinen Problemen weitergeholfen. Und was würdest du den Täter im Nachhinein sagen? Ja, ich würde mal fragen, wie er sich dann auf meiner Stelle sich fühlen würde. Weil es ist jetzt wirklich nicht so schön, wie er es vielleicht denkt, nur wegen cool sein oder einfach, was muss er denn damit beweisen, dass er mich mobbt? Oder dass die als Gruppe mich also mobben? Ich verstehe es einfach nicht. Mich hat mal jemand gefragt, ob wir die Redewendungen erklären könnten. Aber mindestens auf Facebook, das wäre dasselbe in grün. Warte mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Facebook, wo wir dir eine neue Redewendung erklären werden. Hey, ich habe eine neue Idee für ein Videogang-Format. Wir könnten so Lifehacks und so machen. Ja, ich habe eine bessere Idee. Machen so ein 5-Minute-Crafting-Format. Ja, das ist doch dasselbe in grün. Hä? Die Redewendung wird verwendet, wenn zwei Sachen fast identisch sind und sich nur in einem Detail unterscheiden lassen. Zum Beispiel erzählen zwei Personen genau die gleiche Geschichte, aber bei einer Person hat die Hauptfigur braune Haare und bei der anderen farbige. Entstanden ist die Redewendung im Jahr 1921. Damals hat der Autohändler Citroën den geilen CV5 herausgebracht. 3 Jahre später hat Opel ihr erstes Auto veröffentlicht, der Opel 4 PS. Das Auto konnte man nur in grün kaufen. Aber das Modell war genau das gleiche wie die Citroën CV5. Aus diesem Grund ist das gleiche einfach in grün. Und so ist der Spruch entstanden, den man heute immer noch sagt. Aha! Als erstes habe ich gute Nachrichten für dich. Falls du deine Autoprüfung schon mit 17 machen willst, dann da wird gerade darüber diskutiert. Solche Bilder können schon bald zum Alltag gehören. Jugendliche mit 17 als Lehrfahrer hinter dem Steuer. Der Bundesrat schlägt bald eine Strategie zur Umsetzung vor. Aber wenn 17-Jährige überhaupt schon Auto fahren? Ja, das wäre schon geil. Nicht mehr, kann man mehr Erfahrungen sammeln. Dann kann man später weniger Unfall bauen, wenn man etwas umrast, oder? Ja, je früher, desto besser. In Amerika darf man ja schon ab 16. Uns hat es aber auch interessiert, ob 13- und 14-Jährige in ein paar Jahren den Fahrausweis schon mit 17 machen würden. Also ich finde es nicht gut, weil man sollte Grenzen setzen und ja, man sollte einhalten und nicht immer auch zudrücken mit 17. Ich finde es nicht so eine gute Idee, also ich finde es gut, so wie es ist jetzt ab 18, weil ja schon
recht viele Jugendliche sehr viel Unfall machen. Ja, wenn man die Prüfung besteht, dann kann man auch wenn ab 17 Auto fahren. Nein, ich glaube nicht, weil es könnte mehr Unfall geben. Und wieso sollten die Jungen mehr Unfall machen? Weil sie halt auch mehr oder weniger unvorsichtiger sind. Also. Lieber mit 18 warten. Also wäre für mich halt sicher auf der Straße. Weil mit 17 weiß ich jetzt nicht, ob man so ausgereift ist fürs Autofahren. Also ich fände es gut, weil man kann nachher halt mehr rumfahren und man kann auch Geld sparen. Also man muss nicht immer Zugticket zahlen. Natürlich sind auch erwachsene Autofahrer davon betroffen. Also haben wir auch sie gefragt, wie sie sich dabei fühlen. Ja, ich denke, für die 17-Jährigen wäre das sicher okay. Die würden das wahrscheinlich lässig finden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Also in Amerika darf man, glaube ich, sogar schon ab 16. Ne? Also der Vorteil wäre natürlich, dass Jugendliche da auch früher mobil wären. Nun weiß man ja, dass aber auch verstärkt Unfälle sind, quasi bis zum 25. Lebensjahr. Sofern er alle Kurse und Schulungen gemacht hat, gibt es eigentlich nichts dagegen einzuwenden. So früh wie möglich die Regeln vom Autofahren lernen und so zu weniger Unfällen beitragen. Das ist die Idee dahinter. Wir haben eine Fahrerlehrerin dazu befragt. Ihre Meinung? Das spricht natürlich, das eine spricht dafür, das andere wieder. Also ich finde es natürlich auch von Vorteil, wenn man ab 17 schon Auto fahren kann und sich ein bisschen Praxis aneignen und dann natürlich ab 18 dann erst anfangen kann fahren, dass man dann die Prüfung erst machen kann. Dann hat man eigentlich ein Jahr Zeit, wo man sich auch darauf vorbereiten kann und ein bisschen Praxis eben sich aneignen. Der Vorteil finde ich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, dass man sich ein bisschen Praxis sich aneignen tut. Von dem her das Verkehrssehen auch und den Verkehrssinn sich tut, aneignen. Was der Nachteil ist, ist natürlich, vielleicht schon auch mit 17 sind vielleicht teils Junge noch nicht so reif oder können sich auch noch nicht so im Verkehr einfügen wie vielleicht mit 18, dass man dort schon ein bisschen reifer ist ein Jahr. Und wir haben natürlich immer mehr Zuwachs vom Strassenverkehr. Das spricht auch wieder ein bisschen dagegen. Da müsste man sich eigentlich wie sagen, man fährt vielleicht nicht zu der Rush-Hour, sondern eher untertags, wo es allenfalls ein bisschen weniger Verkehr hat. Oder auf verkehrsarmen Strassen. Wir können uns vorstellen, dass es nichts ausmachen würde, wenn man den Fahrausweis ein Jahr früher machen könnte. Schliesslich machen wir ja auch nicht alle die Prüfung schon mit 18. Ja, das schau mal, was ich im Internet gefunden habe. Sag mal. Wie läuft dein Friseurbesuch ab? Bisher hat mir immer meine Mutter die Haare geschnitten, das möchte ich jetzt aber nicht mehr so. Jetzt würde ich gerne wissen, wie so ein Friseurbesuch genau abläuft. PS, ich bin ein Mädchen, danke im Voraus. Was für ein dummer Kommentar. Ja, na gut, ich bin jetzt da nicht so der Richtige zum Fragen, schau meine Haare an. Das ist mir bei Output Internet bringen. Wow, so ein Zufall, dass du von Output Internet redest. Schließlich habe ich erst gerade den Output Internet Bericht fertig geschnitten. Und der kommt jetzt in der Sendung. So ein Zufall aber auch. Das ist Koreanisch, das ist Japanisch und das ist Chinesisch. Sie sind verschieden. Naja, sie sehen ziemlich gleich aus für mich. Ich bin da für dich. Ich weiß nicht, ob der Bus mich unterstützen oder bedrohen wird. Hallo Lacey, du hast vergessen, dich bei uns im Laden auf Twitter abzumelden. Hassest du nicht auch, wenn ein Satz nicht so endet wie ein Oktopus? Hey, weißt du, wer schön ist? Lies das erste Wort nochmal. Hey, warte, ich hab's verkackt. Baum. Ich überlege mir gerade ziemlich ernsthaft, ob ich dir entfolgen sollte. Heute hat mein Bruder versucht, eine Banane aufzuheben, sodass es so ausgesehen hat, als wäre er am Telefon sein. Aber alle Bananen sind noch zusammen gewesen, und dann hat er sie alle gleichzeitig aufgehebt. Und er hat nur mich angeschaut und gesagt, oh, es sieht so aus, als wäre es ein Konferenzanruf. 6 plus für die Ausrede. Wenn du noch nie am 7. Uhr am Morgen in hohen Socken durch das Haus gemoonwalkt bist, währenddem du Chai Latte getrunken hast und Lemon Tree gesungen hast, hast du noch nicht gelebt. Ich hasse es, wenn der Voldemort ein Shampoo benutzt. Ich hasse es, wenn ein Chinchilla das Universum frisst. Ich hasse es, wenn jemand den Kühlschrank auf mich wirft. Ich hasse es, wenn Google meine Sätze beendet.
Wenn zwei Veganer streiten, ist es trotzdem Beef? Wenn der Busfahrer die Tür kontrolliert, wer schließt den Bus, wenn der Fahrer weggeht? Wenn du eine amerikanische Flagge kaufst, wo Made in China draufsteht. Wenn der Schuh von der Cinderella perfekt passt hat, wie ist er abgehalten? Denken die Krabben, dass Fisch fliegen können? Wenn du taub geboren wärst, in welcher Sprache wirst du denken? Wenn ein Äpfel pro Tag den Doktor weghaltet, was passiert, wenn der Doktor ein Äpfel pro Tag isst? Es ist noch nie jemand in einem leeren Raum gewesen. Wenn du in einem Samsung-Laden schaffst, bist du ein Guardian of the Galaxy? Wenn wir das Ende von der Unendlichkeit nicht sehen, dann erklärt mir das Zeichen. Wenn ein Insekt auflüpft, ist es für sie wie wenn man von Aliens entführt wird? Kriegt der Lightning McQueen eine Autoversicherung oder eine Lebensversicherung? Wenn der Jesus auf Wasser laufen könnte und Wassermelonen 93% Wasser sind, bist du denn 93% Jesus, wenn du auf Wassermelonen laufst? Wenn Tomaten Früchte sind, ist Ketchup Konfi? Wenn mein Computer überhitzt, warum friert er ein? Was wird passieren, wenn der Pinocchio sagen würde, jetzt wächst meine Nase? Warum kommen runde Pizzas in viereckigen Kartons? Wenn die Schweiz neutral ist, warum ist die Flagge von einer positiv? Wenn Zeit Geld ist, ist ein Geldautomat eine Zeitmaschine? Wenn du Röntgenvision hättest und deine Augen schliessen würdest, würdest du immer noch sehen? Was für eine dumme Frage kann ich da fragen, um Likes zu kriegen? Da ist nichts. Da ist noch weniger als nichts. Und da ist absolut rein überhaupt gar nichts. Oh, sieht so aus, als hättet ihr mich gerade dabei verwischt, wie ich die vollkommen leeren Schubladen nach Classics durchsuche. Viel Spass dabei! Ein Tag vor dem Backstreet Boys Konzert im Hallenstadion ist Madeleine angegangen, um sich vor Ort zu überzeugen, ob sich die Leute schon versammelt haben. Was machst du da? Ja, warte bis morgen, bis Backstreet Boys Konzert anfängt, am 7. Wieso bist du schon so früh da? Ja, ich hoffe, dass ich in die erste Reihe komme. Warum bist du heute Abend um 10:30 da? Ja, ich will einfach in die erste Reihe sein bei den Backstreet Boys. Also ist das eine Garantie, dass du in die erste Reihe kommst, wenn du jetzt die ganze Nacht da bist? Ich hoffe es. Sorry, bist du wegen der Backstreet Boys da? Sicher nicht. Nein, ich war zum Chris-Konzert. Sind die wegen der Backstreet Boys da? Nein. Nein, wegen der Ärzte sind wir da. Jetzt warten wir immer noch auf sie, bis sie kommt nach Hause. Habt ihr euch jetzt in dieser Zeit schon vermehrt? Also ja, aber eigentlich nicht so viel. Zwei Leute sind mehr gekommen. Wollt ihr auch eine Nummer? Ja, gerne. Ja, gern. Stimmt. Weil Nummer 4. Wie viel sind vier. Schon da? 4. Strich. Also zählt das näher an? Ja. Ja, das sind die ersten. Wenn es halt zum Beispiel 1000 und 1 ist, dann nummerieren sie das auch trotzdem? Nein. Bis wo ihr nummerieren auf der Hand? Ja, bis man am Morgen einfach bis eine gewisse Zeit. So, echt, ich will jetzt einfach aufstellen bis dann. Ist das deine Idee gewesen? Nein, das haben wir schon vorher bei anderen Konzerten gemacht von Kelly Family. Bist du auch Kelly Family Fan? Ja, gsi. Und also, was nützt eigentlich deine Nummern? Ja, dass niemand kann vordringen kann. Das heisst, wenn Security, also wenn jemand vordringt, können die Security sagen, die hat keine Nummer oder die falsche Nummer aufgeschrieben. Wenn es nur eine 4 gibt, dann sind sie natürlich hinten dran. Oder? Also wie kann man das kontrollieren? Ja, eben, weil wir ja Nummern haben und wir haben immer einen Punkt bei den Nummern. Oder manchmal ein anderes Zeichen, je nachdem. Und dann, wenn die das nicht haben oder so. Oder wenn es doppelt gibt, wir wissen ja, wer vor uns war oder so, dann können wir den hinterher schicken. Sehr gerne hätten wir euch noch Live-Bilder aus dem Konzert gezeigt. Aber leider haben uns die Organisatoren nicht reingehen und filmen lassen. Während aber drin in auf Hochtour ein Konzert gelaufen ist, haben sich draussen vor dem Hallenstadion Tausende von Erwachsenen gesammelt. Was die denn dann wollen? Der Misch ist das herausfinden. Pardon? Auf wen warten Sie? Auf meine Tochter. Was machen Sie da am Konzert? Wir holen unsere Töchter ab. Ja. Wieso haben denn Sie nicht das Konzert wollen? Ja, ich habe das Billett auch gehabt, aber weil wir nicht in die Ferien gehen, dann müssen wir packen, habe ich dann gedacht, ja, es ist gescheiter. Meine Tochter hat das Billett übernommen von ihr, darum ist sie ja da. Und dann haben also wir natürlich... Ich wäre sonst gegangen, ja. Wie gefällt Ihnen denn die Musik von den Backstreet Boys?
Ja, ja. Wohl. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir tun noch mal mithören mit unseren Töchtern. Ich warte auf die Tochter. Und Sie selber haben nicht das Backstreet Boys Konzert wollen? Nein. Hören Sie denn die Musik zuhause nicht? Doch, die höre ich zuhause. Aber ich habe nicht gerne einen Massenauflauf. Und wie gefällt die Musik? Sehr. Sehr sogar. Haben Sie dann auch einen Liebling von den Backstreet Boys? Ja. Der mit dem Ohrring, nicht mit dem schwarzen Haar. Ich weiss auch nicht, wie er heisst. Ja, wie heisst er? Wissen Sie auch nicht. Dem da. Also, ob die jetzt wirklich nur wegen der Tochter vor das Hallenstadion gestanden sind? Haben Sie irgendetwas mitgebracht für die Stars? Ja, also Brief und so. Und ja, so ein weisses Lebkuchenherz. Oh, ein Teddybär. Eine Krawatte. Boxershorts. Und das Herz. Ja, das wäre es so wieder gewesen. Das heisst es, aber das ist leider mein Text. Als erstes haben wir gute Nachrichten für dich. Falls was, du mich? Hello guys, it's Sam Pepper here. Today I'm filming a crazy prank on... You've seen it now. So ein dummer Kommentar. Ja, so ein Zufall, dass jetzt die zweite... die dritte. Bisher hat mir meine Mutter immer die Haare geschnitten. Das möchte ich... Zeig wie mal. Läuft seine Frisur? Wow, so ein Zufall, dass du Output Internet erwähnst. Oh. Schließlich habe ich das ja erst gerade fertig geschnitten und jetzt kommt's! Wow. Hey Kinder, wisst ihr, was für Zeit jetzt ist? Nein, Mami, ich weiß dafür. Es ist Zeit für den Video Gang Prank! Yeah. Top Lounge. Nicht Top Edition, sondern Top Edition. Ich bin gerade prankt worden. Hübsch. Lustiger Prank. Just got pranked. Hey, psst. Es ist in der Feierabend. Ja gut, ich habe es eh mega gemütlich gehabt. Ich eigentlich auch. Der Chef war heute nicht um mich und dann hat mein Benutzer den ganzen Tag nichts gemacht. Nur Videos geschaut. Und was ist bei dir gelaufen? Eben nichts. Meine Benutzerin hat sich den ganzen Tag geschminkt und so Tutorials angeschaut. Und dann war sie mega stolz auf sie. Aber sie hat noch schlimmer als vorher ausgesehen, ganz im Ernst. Die hätte ich auch gerne gesehen, wie die am Schluss ausgesehen hätte. Ja, dank der Einbarten kann man immer kurz erlaubt, sie zu filmen. Schau mal. Dann habe ich letzte Woche mit dem verderbten Gesicht noch besser ausgesehen. Hey, du! Ja, was ist? Hast du gehört vom billigen Computer, den sie angeschafft haben? Ja, hast du ja von ihm gehört. Auf alle Fälle war er schon beim Aufmachen von Dokumenten überfordert. Und dann hat er angefangen, alle Daten zu löschen. Kommt davon, wenn man sich so einen namenlosen Computer anschafft, oder? Ja, eben. Mein Benutzer hat sogar ziemlich alle meine Programme offen gehabt und ich habe mich noch komplett wohlgefühlt. Ja, du hast noch schön. Mein Benutzer hat den ganzen Tag mit seiner Freundin geschrieben. Der ist einfach zu viel, zeig das mal. Ja, ich habe mir zum Glück erlaubt, mir eine Stelle zu merken. Hoi Schätzli, was gibt's zum Znacht? Hat die lieben mein Engel lieb. Oh baby. Dolls.